Wir schauen uns die Allmann-Memes an. Let's go. Heute ist es wieder soweit. Heute hat mir Luca deutsche Memes zukommen lassen. Das heißt, ich schaue mir gleich hier deutsche Videos an und im Optimalfall bleibt keiner liegen. Das natürlich auch. Und im Optimalfall lache ich nicht. Dasselbe gilt auch für euch daheim. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Video. Let's go. Nicht so viele Amokläufer rumlaufen, ne? Also für meinen Sohn, bei mir gibt's das nicht. Der soll Hallo, also Mario spielen, was weiß ich, Sonic, aber nicht sowas. Was? Call of Duty oder sowas. Yes. 187. Für immer. Ganz kurz noch an alle Mütter da draußen. Ich weiß. Die 187 Straßenband. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mütter mir zuschauen. Was? Egal, welcher Ego-Shooter euer Kind spielen sollte. Nichts ist so schlimm wie FIFA. Hey! Meine! Du scheiß Nick! Bruder, ich muss mich übrigens festhalten. Das geht hier gerade alles viel zu schnell. Keine Gnade, keine Rücksicht. Wenn eine Sonne die X-Achse schneidet. Was wisst ihr dann? Ihr wisst dann, dass der Y-Wert 0 ist. Egal welche Funktion ich einzeige. Ja. Sagen Sie es nicht! Wie viele? Sag ich. Sagen Sie es nicht! Sag ich! Köftespieß. So, der raus. Was war mit Dilara? Und können wir ganz kurz mal festhalten, ne, dass wir alle echt dankbar sind, dass die Köftespieß-Zeiten endlich vorbei sind. Egal wo ich war, Köftespieß, ich konnte nicht mehr. Köftespieß, ich bin ein Köftespieß. Nee, ne? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ist er dem ernsthaft draufgefahren? Digga. Prinz Markus, Alter. Oder? Sah so aus wie Prinz Markus, kann sein, dass es ein anderer ist. Ja, moin. Das Gesicht, Alter. Geil einfach. Okay. Was wäre jetzt, wenn jemand sie anfassen würde und ihr seid, sagen wir mal, ihr seid zusammen? Jemand fasst sie an, was würde passieren? Alle, ich war auf meiner Mutter, ich hätte den in die Intensivstation geschickt. Was? Ich hab dich verstanden. Was hat er gesagt? Intensivstation, Bruder. Jungs, seid ihr alle bereit? Immer noch nichts verstanden. Opferfest? Bitte, kleine Spende, bitte. Bitte, kleine Spende. Bitte. 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 Wo soll ich? Ja, moin. Da anfangen. Erstmal keine Grüße an Minz Parkus. Ich weiß nicht, ob jemand schon Minz gesagt hat, dass man unter Drogeneinfluss vielleicht nicht fahren sollte. Und bei Kevin kann ich nur das sagen, was jeder auf der Straße sagt. Kevin, lösch dich. Gerade Drogendealen finde ich sehr, sehr nice. Wenn dein Weizenglas 140 drückt. Kannst jetzt drücken hoch? Drücken ja. Hoch, drücken hoch. Ach. Jetzt gib ihm, gib ihm. Die Mitte ist Max eigentlich, oder? Wer ist Max? Du. Wer ist Max? Ja, kann passieren. Ich vergesse auch öfter mal meinen Namen. Kann passieren. Mach die Augen zu! Du machst jetzt die Augen. Ich schlag gleich meinen Tisch kaputt, ich schwöre es dir. Mach die Augen zu! Mach die Augen auf! Das ist ein Schnitzel. Ich weiß nur, dass du, glaube ich, 3 Wochen oder so in Albanistan warst oder so, keine Ahnung. In Albanistan. Ja, moin. Flexion, Flexion. Liegt direkt neben USB. Was? Gar nicht mitbekommen. Was? 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 Flexion, Flexion. I walk around like gang. Gesundheit. Simon, oh
Junge hatte keine Ahnung, was da passiert, aber die 140 vom Weizenglas, muss ich schon sagen, ist wirklich zu wild. Monte? Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls heute der ein oder andere Clip dabei war, wo ihr dachtet, Mashallah, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Stellt euch jetzt mal kurz vor, ihr sitzt im Auto und ich komme neben euch angerollt. Überlegt kurz, ob ihr mich ernst nehmen könntet. Was geht ab, Digga? Piss dich, du! Also ich habe ja mit vielem gerechnet, aber nicht damit, Mann. Oh Mann, Alter. Geiles Video, nice. Feier ich. Feier ich, Alter. Ja, moin. Perfekt.